So, und da bin ich wieder. So, wir legen uns auch schon mal schlafen. Sorry, ich habe ein bisschen länger gebraucht, aber ist dann halt so. Wenigstens jetzt wieder heller früher Morgen. So, ich freue mich aber am meisten, wenn ich das da abreiße und dann daraus wirklich so eine Kathedrale mache. Das ist dann halt die Hauptstraße. Dann werde ich da noch ein paar andere Flammenaltäre machen. Aktuell habe ich aber irgendwo anders noch ein paar Flammenaltäre, weil ich wegen den verwitterten Steinen, Blöcken, Baublöcken, mit einem anderen Charakter was abbaue. So, weil ich verwitterte Blöcke haben will, weil ich daraus irgendwie Katakomben auch noch bauen will. So, aber hier will ich jetzt erst einmal die Hütte niederreißen. Also nicht komplett niederreißen, sondern das Dach. Und dann neu bauen. Aber bei den Dachschindeln bleiben wir auf jeden Fall. Die gefallen mir für das hier, für ein Lagerhaus. Seven Days to Die verlässt den Early Access. Im Juni schon. Ich glaube, das werde ich nicht packen. Ich habe eh zu viele Let's Plays momentan. Ich hatte gedacht gehabt, so Seven Days. Genau, ich hatte auch gedacht, das würde noch 10 Jahre dauern. Genau, ich habe noch Platz in meiner Planung, genau. Schaffe ich noch irgendwie. Ich mache einfach 10 Folgen täglich von irgendwas. Kriege ich hin, locker. Ich bin eh momentan eigentlich viel zu voll, was Planung angeht, so was Let's Plays angeht. Ich wollte das. Klar, ich hatte eigentlich vorgehabt, so 7 Days. Als Let's Play zu machen, sobald das eigentlich dann aus dem Early Access raus ist. Aber ich hatte gedacht gehabt, das würde noch ein paar Jahre brauchen. Diese Spüle mit eingebautem Klo. Vor allem, ich muss das auch wieder hinkriegen, so bei meiner Planung aktuell. Weil das echt viel zu viele Spiele sind, dass ich auch mit dem Projekt mal weiterkomme. Also, dass ich da mal wieder paar Updates raushaue, weil es jetzt ein Weilchen, jetzt war die 7 Streams, let's go. Also, Privatleben darf ich dann auch nicht mehr haben, ne? Habt ihr sonst noch irgendwelche Wünsche? Dixie Klo mit einem Monitor an der Innentür fertig. Oder ich baue den Monitor in der Schüssel direkt mit rein. So, dass ich dann einfach. Nee, das werde ich lieber nicht vertiefen. Die Idee. Magensäure, dann ist das Essenproblem auch vom Tisch. Alles klar. Ihr habt die Idee, ne?
Wenn ich mich einfach klonen könnte, dann wäre es kein Problem, ja? Melde, dann geht es Altersheim. Die waschen mich sogar. Dann kann man im Stream sogar live zusehen, wie ich gewaschen werde. Wird auch auf jeden Fall jede Menge Klicks geben. Ich glaube, das wird sich keiner gerne reinziehen wollen, wie ich gewaschen werde, oder? Gleich haben wir es hier. Mich on stream zu waschen wäre Level 1000 Speed. Nein. Das werden wir nicht machen, nein. Könnt ihr vergessen. Warte mal. Nee, das ist das Falsche. Ich muss hier jetzt einmal drumherum komplett. Mit dem. Vielleicht einen anderen Boden machen, weil das irgendwie doch ein bisschen zu eintönig aussieht. So. Oder was meint ihr? Einen anderen Boden? Einen anderen Parkett? Ein anderes Holz nehmen für den Boden? Nämlich am Überlegen, wirklich ein anderes zu nehmen. Das quasi nur die Wände halt mit diesem Holz sind. Ne, ich glaube aber, was 7 Days angeht, ich glaube, ich würde das eher nächstes Jahr oder sowas angehen. Ich glaube auch, Sons of the Forest werde ich auch erst nächstes Jahr machen, weil das sind dieses Jahr einfach viel zu viele Spiele, die ich mache. Also 2025 oder so wird Sons of the Forest und 7 Days dann wahrscheinlich bei mir laufen.
Vermute ich. Es ist ja beides jetzt aus dem Early Access dann raus, nächstes Jahr. Und dann, ich gehe mal davon aus, dass ich auch nächstes Jahr, es sei denn, es kommen große Releases nächstes Jahr, dann werde ich die wahrscheinlich eher vorziehen. Ich glaube, ich komme nicht drüber hinweg. So, also es sind einfach viel zu viele Spiele. Ich glaube, sinnvollste wäre wirklich, dass ich mich da einfach gar nicht stressen lasse, dass ich mir doch dann lieber die Zeit nehme. Weil es sind einfach, auch wenn du jetzt sagst, so Senua's Saga, Hellblade 2 kommt nächsten Monat. Ich werde das alles nicht schaffen. Also ist einfach viel zu viel vor allem. Genau, Enshrouded nimmt auch sehr viel Zeit in Anspruch. Wäre aber auch so ein Spiel, dass ich dann quasi vielleicht irgendwann mal pausieren werde. Nein, ich wollte jetzt nicht die Leitung nehmen. Irgendwann vielleicht pausieren werde und dann nur zu den Updates oder so immer wieder mal so ein paar Folgen raushaue. Ich komme immer wieder mit größeren Titeln. Jetzt auch noch Dragon's Dogma, ey. So, dann andere Frage, woher soll ich das Geld nehmen? Ein Goldesel besitze ich leider nicht. So, warte mal, dann hier sowas. Vor oder nach Vampire The Masquerade Bloodlines 2? Und dann noch bei den Entwicklern kampieren und den Key einfordern. Ich suche mir einfach einen von den Entwicklern, die, egal ob Männlein oder Weiblein, einen, der Single ist oder die Single ist. Wird auch wohl funktionieren, oder? Ey, mir fallen keine Antworten ein, ja? Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll, wann ich was schaffen soll. Das große Dach. Du meinst das hier? Das ist, mit dem ist es mir ein bisschen zu ungenau, muss ich ehrlich sagen. Das UFO. Nee, ich bleib doch lieber bei dem.
Warte mal, ich brauche jetzt erstmal wieder die Gerüste, die ich auch hier irgendwo hatte. So, 10 Stück. Das nehme ich trotzdem mal. Ja, mit denen ist es mir zu ungenau. Zu viel, also. Wie soll ich es erklären? Also, weiß nicht, wie ich es erklären soll. Also. Kann ich jetzt. Boah, wie ich die Baufolgen dann mache. Ich glaube, die Baufolge werde ich zusammenschneiden oder in zwei Teile draus machen, je nachdem, wie lange ich jetzt dafür brauchen werde. Jetzt bin ich runtergefallen. Fällt mir gerade ein, ich hätte auch so machen können. Na, mit diesen größeren Dingern, ich komme da nicht zurecht. Vor allem, bei mir ist da ja auch ein Unterschied so beim Steuern und so weiter, weil ich das ja alles mit dem Controller mache. Und du machst das ja mit Maus und Tastatur. Da kann man ein bisschen präziser arbeiten, glaube ich. Ich glaube, da ist dann der Unterschied, dass es für dich dann vielleicht ein bisschen leichter ist als für mich. Hier nutzen eben. Komme ich da ran? So. Du wüsstest, was bei dir stehen würde. Ja. Ey, jeder hat ja seinen eigenen Spielstil. Also, wenn ich die zu ungenau finde, ist das halt mein Problem. So. Es kann ja sein, einfach, dass andere sich irgendwie darauf mehr spezialisieren, dass auf, keine Ahnung, mit Controller irgendwie sehr genau mit den Dingern dazu machen. Ich komme damit nicht klar. Dann dauert halt, ist halt bei mir ein bisschen länger, dann ist es halt so. Ein bisschen Content strecken. Warte mal, was mache ich hier überhaupt? Ich glaube, das war doch keine gute Idee, was ich hier mache. Ich wollte dich hier ein bisschen dicker haben, aber. Sehe dann doch nicht so nice aus. Vor allem dann wäre das hier weg. Und das finde ich nice. Das sieht gut aus, finde ich. Thank you.
So, da müsste ich auch dann irgendwie eine weitere Treppe machen. Sieben Stunden Baucontent möchtest du VOD nachher haben. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde. Also, ich muss ja auch noch für morgen noch ein bisschen was machen, so für YouTube. Ich werde wahrscheinlich nachher eh nicht schlafen können, also erst 21 Uhr. Ja, schaffe ich wohl, ne? Ist ja nicht so, dass ich noch Enderal und so weiter aufnehmen muss. So. Aber Hehl, dann dir viel Spaß, was du jetzt gleich noch alles schaffen musst. Und dann eventuell bis später oder ich weiß nicht, 12 Let's Plays nebenbei, easy. So, auf jeden Fall wünsche ich dir viel Spaß oder eventuell bis morgen bei dir dann im Stream, falls du es heute nicht mehr hier reinschaffen solltest. So. Nein! Nee, das. Das wollte ich. So. Kann ich das hier so anbinden? Autsch. Hier unten die wieder abnehmen. Dann habe ich oben zumindest einen Durchgang. Ah, okay. Dann in 2 Stunden bin ich definitiv noch da. Da macht ihr keine Sorgen. Dann viel Spaß, viel Erfolg, je nachdem, was Ding da nötig ist. Beim Kapitel durchlesen. Ich schau mal, dass ich das hier dann irgendwie hinkriege, dass dann doch vernünftig aussieht. Hier muss das dann so, meine ich. Ah, okay, das war schon richtig hier. So, dann muss da. Oh, nein! Das hier hin. Ich glaube, ich werde den Boden da auch noch ändern. Muss ich mal gucken, was für ein Holz da dann gut aussehen würde. Thank you.
Nee, ich glaube, da war jetzt. Oder? Ne, der war doch richtig, okay. Ah, ich sehe eine kleine Problematik. Okay, so ist es besser. Ja, so ist definitiv viel besser. Dann muss ich da das Gleiche noch machen. Und da auch noch mal. So, wie sieht es dann von hier aus? Ah, auch nicht schlecht dann. Jetzt ist nur die Frage wegen, okay, das wäre die Höhe bis zur nächsten Etage, die ich einhalten muss. Falscher Knopf. Es wird auch schon wieder dunkel. Wie schnell hier die Tage vergehen, wirklich, also. Ich hätte schon gerne hier längere Tage, aber auch kürzere Nächte. Weil die Nächte, die dauern schon wirklich sehr lange. Vom Gefühl her. Und ist aber auch immer, die Nächte sind ja auch extrem dunkel. So. So. So, hier auch noch einmal. Komm, wir gehen jetzt einmal pennen. Das war der falsche Haken.
So, und so, nein. Ach komm. Ich glaube, ich werde hier irgendwo ein anderes Loch reinmachen, im Boden. Und einen vernünftigen Treppenaufgang machen. Dann müssen wir auch noch gleich irgendwann ein paar Glühwürmchen irgendwie suchen. Ich weiß jetzt nur vom Startgebiet, dass da Glühwürmchen irgendwo gibt's. Nee, hier muss das noch hin. So, dann einmal den und das hier. Ich muss ganz kurz überlegen, war das jetzt richtig, was ich gemacht habe? So, und hier noch einmal. Komm. Da. So, und so. Hi, Paschi. Alles klar bei dir? Wie du siehst, ich bin hoch konzentriert, das vernünftig zu machen, hier mit dem Bauen. Ja, muss, ne? Es gibt ja eine Möglichkeit, hier vernünftige Dächer zu machen, bevor du dich wunderst, warum ich jetzt Block für Block hier mache. Aber ich komme mit diesen Fertigdächern, sage ich jetzt mal, dazu. Ich komme damit hier einfach nicht zurecht. Nee, das war jetzt eins zu viel, okay. So. Für diejenigen, die damit klarkommen, auf jeden Fall freue ich mich für die, aber ich komme halt damit nicht klar mit diesen Fertigdächern.
So. Dann hätten wir gleich auch schon den ersten Teil vom Dach Geschoss der Lagerhalle fertig. So. Der wäre zu viel. So, und dann ab hier würde ich wieder den Boden machen. Das wird aber wahrscheinlich nicht reichen. Obwohl, was haben wir noch hier für Holz? Grober Holzblock könnten wir uns auch mal ansehen. Da nehme ich nochmal 5000er Stack. Wie jetzt? Ich habe kein anderes Holz. Habe ich hier anderes Holz? Irgendwo? Ich hätte die hier noch zur Auswahl. Könnte ich mal vergleichen. Von dem Song habe ich keinen Ohrwurm. Ich jetzt nicht. Ich mach das mal weg. Guck mir das hier nochmal im Vergleich an und das hier. Das sieht ein bisschen gammelig aus. Ich würde dann bei dem hier bleiben, obwohl bei dem ist unten gammelig. Aber dann würde ich doch lieber das nehmen. Ja, Paschi, tut mir echt leid, aber von dem Song kriege ich schon wirklich sehr lange kein Ohrwurm mehr. Ich habe den schon auch, sagen wir so, schon tot gehört. Ich glaube, hier muss ich eher so machen. So, dann hier noch einmal. Ja.
Ah, okay, ich seh jetzt, wo das Problem gerade war. Sorry, wenn ich jetzt nicht viel sage, aber ich bin gerade echt hochkonzentriert, das irgendwie vernünftig aussehen zu lassen, einigermaßen. Beziehungsweise habe die Hoffnung, dass es auch vernünftig aussehen wird. So, und dann muss hier noch einer hin. Und der hier vielleicht weg. Ich hoffe, ich habe genug von diesen Dachschindeln. Ich glaube, der letzte war jetzt falsch. Aber so. Und hier darf ich das auch noch mal wiederholen. Obwohl das mit dem Dachschindeln könnte knapp werden. Obwohl, im schlimmsten Fall könnte ich das von da wegnehmen, wieder rausnehmen. Das wird ja eh irgendwann abgerissen, die Hütte da. Dann hätten wir die ja auch wieder. Was mich aber wundert, ist, dass ich so wenig andere Baublöcke habe. Aber wichtigste ist, dass wir danach irgendwie uns um Licht kümmern, dass wir Lichtquellen haben. Okay, hier haben wir durch. Dann hier müssen wir das hier wieder benutzen. Ah, okay. Ich war jetzt gerade unsicher, ist das richtige Holz da gewesen?
So, dann machen wir hier nochmal das. So. Zu sehr konzentriert auf Bauen und nicht mehr hingeguckt, wo ich hingehe. Okay. Dann können wir hier das hier nochmal machen. Hier wäre irgendwie auch so ein Fenster gut für den Dachboden, dass wir da irgendwie so ein Fenster haben. Obwohl allgemein hier irgendwo Fenster wäre nicht schlecht. Aber es sieht schon schicker aus für dich. So, wenn wir hier noch mal das entfernen. So, dann müssen wir da noch die Dinger ganz normal zwischenpacken, würde ich sagen. So, kommt da. Obwohl, warte mal. Ich habe eine Idee. Und ich hoffe, die sieht gleich gut aus. Wenn ich jetzt hier das so hinsetze, da haben wir ja wie heißen die Dinger nochmal? Diese Leiste. Vor allem hier wird das ja auch gestützt von dem Stein da. Und dann, wenn wir hier
das hinsetzen. Wie sähe das dann von außen aus? Da ändert sich sogar auch gar nichts. Also von außen sieht er dann immer noch mit dem Ding da, mit der Leiste da hübsch aus. Kann man hier Orte umbenennen? Ich weiß es nicht, ob das schon möglich ist. Kann mal gucken, kann ich das irgendwie hier vielleicht hinsetzen? Robersheim möchtest du es haben? Ich weiß nicht, ob man die Städte hier umbenennen kann. Die Siedlungen. Aber sieht bis jetzt eher schlecht aus, sagen wir so, mit dem Umbenennen, weil ich kenne hier jetzt nichts, was da irgendwie für sorgen kann. Wichtig ist, dass wir es so nennen. Robersheim. Eigentlich war der Namensgenerator ja dafür da, wenn wir so Spiele spielen, wo man irgendwas benennen kann. Dass wir dann zumindest, dass ihr dann zumindest irgendwie etwas einen Namen geben könnt. Innosberg, aber das war mir zu ein. Ah, alles klar. Innosberg. Nee, es gibt hier noch keine Schilder. Das ist es ja. Es gibt hier noch keine Schilder, wo man Namen hinpacken kann. Wird von der Community gewünscht, aber die sind noch nicht da. Also die sind noch nicht integriert oder so. Da ist ja das Problem halt. So, hier ist jetzt die Frage, machen wir das genauso? Und dann damit. Das würde auf jeden Fall passen. Fangen wir von der Seite so an. Aber da muss ich dich erstmal wirklich leider enttäuschen. Also Schilder gibt es leider noch nicht. Vielleicht kommen die noch, auf jeden Fall. Müssen auf jeden Fall auf ein paar Updates warten, weil ich habe jetzt die Roadmap nicht mehr im Kopf. Die hatte ich ja vor ein, zwei Wochen, glaube ich, als ich wieder da war, mir angesehen gehabt.
Weil ich auch sehr neugierig war, wie das dann jetzt mit den Hallen der Erloschenen ist und so, weil das fand ich ja richtig nice, dass es sowas gibt. Und jetzt ist es hier drinnen dunkel. Also jetzt sieht man hier nichts. Also Freddy, wir können das so machen, bis es Schilder gibt. So kann ich das entweder aufbewahren oder du merkst dir das und gibst das nächste Mal wieder aus. Und kriegst die Kanalpunkte dann eben jetzt halt zurück. Ist die überlassenen. Muss ich gleich nur schauen, wie ich das gleich mache. So, habe ich hier alles? Warte mal, was ist das? Ich habe das falsche Holz genommen. Wie doof kann ich sein? So, ich hole mal eben die Fackeln. Von da drinne. Damit ich wenigstens was sehen kann. So, Rucksack. Hier. Einmal austauschen. So, weg. Einfach das falsche Holz genommen. Wir gehen noch mal pennen. Es ist ja eh wieder dunkel.
Okay, draußen muss ich auch noch zuerst was machen. Wieder herstellen, sagen wir mal so. Und dann hier muss das hier dran. Machen wir das so. Hier und hier und na super, da fehlt jetzt auch ein bisschen Holz. Ach, jetzt habe ich keine Fachwerkblöcke mehr. Mal gucken, wie ich das gleich mit der Treppe mache. So, hier muss ich das aber wieder reparieren. Da fehlt es an nichts, zum Glück. Erstmal fliegen. Oder über den Boden gleiten. So, Fachwerk. Habe ich kein Fachwerk mehr? Ah, hier. Ich habe doch noch Fachwerkblöcke. Warte mal, was habe ich denn da noch für Blöcke? Stadtmauer, Burgstein, Druckgehauener Steinblock. Warte mal. Stadtmauer habe ich hier. Grobgehauener. Kann ich die hier mit reinpacken? So, da fehlte noch was. So, das Edelholz hier kann auch weg. Und die Leiter darf hier einmal weg. So.
Mach mal hier so. Mal gucken, wo ich gleich hier eine Treppe hinsetze. Aber dann hätten wir das zumindest auch schon mal. Und hier muss... Hier will ich dann irgendwo eine Leiter machen, nach hier zum Dachboden. So, einen Moment. Kann ich hier schon mal so anfangen? So, kommt noch ein bisschen so. Stattdessen eher so. Komm, da. Ja. So und so. Ich hoffe, das wird gut aussehen, was ich hier vorhabe. Da war es ganz kurz. Auf jeden Fall ist es kein grober Kasten mehr. Nur da fehlt mir irgendwie ein bisschen was, sodass es irgendwie gestützt wird oder so. Das, so wie da. Da fehlt mir irgendwie was. So, und hier nochmal. Dann hier.
Gucken wir uns mal von hier das an. Ah, warte, da fehlt was. Ich glaube, hier brauche ich die nicht mehr auf der Seite. Nein, nicht. Oh. So, egal, dann nehmen wir so die Leiter. Ist das das, was da gefehlt hatte? Dann würde hier auch das fehlen. Hier auch. Okay, hier passt irgendwas wieder nicht. Ah, okay, warte. Ich sehe da einen Fehler, den ich gerade mache. So, da muss das hier noch hin. Also da war das, glaube ich. Und genau, und das passt dann noch. Da habe ich halt einen Fehler gemacht. So, dann müsste das jetzt eigentlich wieder ganz normal passen hier. Nein, für das gilt es nicht. Für den Twitch-Namen oder YouTube-Namen oder so gilt das nicht. Da kann man es nicht umnehmen. Das ist eigentlich nur für Spiele. Müsste, glaube ich, auch in der Beschreibung da stehen. Nein, für Real-Life-Namen gilt das auch nicht. Nur für Spiele. Den kann man nicht mehr umbenennen. So, warte mal.
Wieso bist du so erpicht darauf, umzubenennen hier irgendwas? Ich jetzt hier gerade Mist gebaut oder? Okay, da hatte ich kurz Mist gebaut. So, einen Moment. So. Freddy, damit du Bescheid weißt, das wäre eher so ein Thema, da würde ich lieber nicht in der Öffentlichkeit drüber reden. Das war halt ein Fehler. Das, sowas rutscht mir halt raus, aber ist etwas, worüber ich eigentlich an sich nicht reden will, aber irgendwie keine Ahnung. Keine Ahnung, wie ich das erklären soll, aber ja. Ich halt mal am besten die Klappe jetzt. Nee, Twitch kannst du mich nicht umbenennen. Schreib's dir ab. Warte mal. Nochmal kurz überlegen, dann muss das hier und hier. Ich glaube, das wird noch 1000 Jahre hier dauern, bis ich das hier fertig habe. Ich glaube, das ist jetzt eins zu weit gewesen. So, das. Ja, das war jetzt richtig. Perfekt. Warte, wie würde es von da hinten aussehen jetzt? Ja, das Dach scheint mir doch ein bisschen zu groß zu sein, aber ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll sonst. Ich bin kein guter Dachbauer, also. Dächer über die Weide ziehen sehen.
Ja, lieber nicht. Für 30 Septillionen Kanalpunkte würde ich es mir überlegen. So, einen Moment. Hat er dann. Okay, jetzt gleich haben wir es, glaube ich, oder? Ist das jetzt fertig hier? Okay, die Dachschräge haben wir dann auch schon mal. Müssen wir so noch füllen? Ja, Freddy, pin doch an, dass das Dorf hier Robersheim ist das hier? Ja, das ist richtig. Okay, ich wollte schon kurz fragen, ob das schon die richtige Reihe ist. Freddy, warum hast du es immer noch nicht angepinnt? Ich glaube, die Dachblöcke werden nicht reichen hierfür. Wir hatten viele auch irgendwo anders jetzt verschwendet. Ah, ist immer noch dieser Fehler da bei Twitch, dass man seine eigenen Nachrichten nicht anpinnen kann. Das ist mir letztens nämlich bei Hel aufgefallen, so dass sie ihre eigene Nachricht nicht anpinnen konnte. Dafür ich ihre. Aber ich konnte meine eigene Nachricht nicht anpinnen, aber dafür sie meine. Das ist ein ganz komischer Fehler bei Twitch momentan. Ich weiß jetzt nicht, ob du denselben hattest. Aber der war wirklich sehr komisch. So, hier fehlt doch noch was. Ah, okay, ja, das ist irgendwie dann wirklich ein Fehler. Das ist genau dasselbe, was bei Hel und mir letztens war. Mit dem Anpinnen. Da das einfach irgendwie mit einer eigenen Nachricht nicht gefunzt hatte. Dann in solchen Fällen wäre es wirklich praktisch, dass man einen Mod hat oder sowas. Der dann eben entweder. Also, dass du dann quasi die Nachricht selber in den Chat schreibst. Oder. Und der das dann anpinnt. Oder der das dann halt schreibt und du dann anpinnst. Weil. Das ist echt ganz komisch, dass bei Twitch momentan man die eigene Nachricht nicht anpinnen kann. Warum auch immer. Ja, frag den doch, den Sumpfkrautzer-Hacker Freddy. Der hat doch sicher Zeit, ne?
Ich habe ja gesehen gehabt, immer wenn du live bist, ist er auch immer dabei. Der schreibt nur selten was. Ey, aber Freddy, da du eigentlich auch zwei Accounts hast, einmal den Fredogmatik und einmal den Sumpfkrautzerhacker, dann könntest du den Sumpfkrautzerhacker über Streamerbot als Bot-Account quasi machen, dass wenn irgendjemand raidet, dass da automatisch Shoutouts gemacht werden und so. Ich will mir das ja selber jetzt auch quasi sowas machen. So, Freddy, sag Bescheid, wenn ich den Subkrautzerhacker bannen muss dafür. Und wieder dunkel, es wird hier schon wieder Nacht. Unglaublich, ey. Ja, nice. Aber ey, du kannst das wirklich mit diesem Streamer-Bot mal machen. Heel hat das ja auch bei sich da, wie ich mitbekommen habe. Der Bot Helena hilft, ist ja ein zweiter Account. Und darüber läuft halt der Streamer-Bot. Und ich muss hier mir auch noch dann überlegen, ob ich einen zweiten Account mache, wo das dann halt, wie ich den dann auch nenne. Obwohl von Nintachi hat die auch schon eine geile Idee, dass ich einfach mal einen zweiten Account mache und das dann Don Daddy Deus nenne. Mal gucken. Ah, du hängst im Schnitt hinterher. Dirty Don Deus. Mal überlegen. Also den Streamerbot habe ich ja schon runtergeladen. Ich muss da nur das alles noch konfigurieren und einen zweiten Account machen, über das dann alles läuft. So, es ist dunkel, es ist Nacht, wir gehen pennen. Dirty Don Deus hast du gehört, noch bevor du Max Deus gehört hast. Also ist kein halbes Jahr her. Also du kanntest mich zuerst unter dem Namen Dirty Don Deus? So wurde ich dir vorgestellt. Aha, okay. Dirty Don Deus, so muss ich die.
Aber ich finde das schon krass. Das ist jetzt schon ein halbes Jahr. Ja, wirklich schon ein halbes Jahr ist, dass wir uns kennen. Kommt mir echt nicht so lange vor. So, gleich darf ich noch mehr Dachschindeln von irgendwo organisieren. Und 14 Games hast du schon mittlerweile gestreamt. Freddy, wir müssen noch irgendein Game finden, was wir mal zusammen streamen, abgesehen von Baldur's Gate mit Brom und Kami. Du hast ja schon mitbekommen, Kami ist ja jetzt VTuberin, ne? Muss man nicht verstehen. Also, wenn ihr das mehr zusagt, also warum nicht? VTuber catchen dich nicht. Hast du was gegen animierte Menschen? Ich glaube, der Freddy hat was gegen animierte Menschen. Keine Rechte für animierte Menschen, ne? Ach, Freddy, du machst mich mal mehr Auge fertig. Ich hatte jetzt erwartet, du würdest dich da irgendwie rausreden wollen oder so. Also ich glaube, die Dachschindeln werden nicht reichen, die wir hier haben. So, aber das mit dem VTubing bei Kami, gehe ich mal von aus, dass es vielleicht auch für sie mit einem Neuanfang zusammenhängt oder so. Sie möchte sich ja auch dann umbenennen, hat sich überlegt zumindest, dass sie sich umbenennt. So, und für einen Neuanfang, einen Neustart oder sowas, gibt es immer irgendwie einen guten Grund. Und sowas befürworte ich auch eigentlich, wenn man einfach neu anfangen will, von null, einfach die Probleme von damals hinter sich lassen. Und hallo, El Falso, Falli. Schönen guten Abend, wie geht es dir? Wie du siehst, wir sind hier gerade noch dabei, Dach zu bauen. Und das Dach hier abreißen, würde ich mal dann dreist machen. Jo, zu Abendessen, das wäre eine gute Idee. Ich habe heute auch noch nichts zu Abend gegessen. Ich bin aber momentan echt süchtig nach diesen Tütensuppen, so Tassensuppen. Ich weiß nicht, kennst du die? Habe ich Freddy gestern schon damit ein bisschen genervt. Vor allem, weil die kannst du quasi
So am Schreibtisch aus so einer Tasse hier einfach schlürfen. Machst hier nichts dreckig. Ich sag das einfach so aus Spaß, Jux. So. Kann ich verstehen, kann man schon ganz leicht verwechseln. Kann jede passieren. Bei mir ist nur das Problem, was das angeht, ich habe kein Bier zu Hause, dass mir sowas passieren könnte. Also mir könnte sowas halt nicht passieren, weil ich, oder ist das, im Supermarkt oder so passiert? Ah, zu Hause, okay. Ja, im Supermarkt, könnte ich verstehen, dass man da irgendwie aus Versehen mal verwechselt. Aber ich glaube, mit mir trinken zu gehen, so wäre an sich auch keine gute Idee. Weil, sagen wir mal so, ich gehöre zu dieser Kategorie Mensch, die betrunken so nervtötend werden, dass man mir aufs Maul hauen will. Ich weiß auch, dass ich eigentlich nicht viel vertrage, so dass ich auch wirklich dann ein sehr unangenehmer Mensch bin. Und daher trinke ich einfach keinen Alkohol mehr, schon jetzt seit einigen Jahren. Keine Ahnung, wie das jetzt heute vielleicht wäre, so, aber zumindest als ich früher mal noch Alkohol getrunken hatte, war ich unter Alkohol ein sehr, sehr unangenehmer Mensch. So, einen Moment. So. Du suchst dir mal einen zum Prügeln, Freddy. Ja, also, Freddy, wir werden definitiv niemals zusammen einen heben. Nein, nur nicht. Total brüderlich. Freddy, fällt mir gerade ein bisschen schwer zu glauben. Nimm mir das bitte nicht böse. Okay, in solchen Fällen ist das auch wiederum was anderes, wenn man quasi um Freunde oder so zu verteidigen irgendwie, ich sag jetzt mal ganz anders wird, also ein bisschen aggressiver. Das ist wieder nachvollziehbar.
das wollte ich nicht. So wollte ich das. Weil jetzt habe ich wirklich Bock auf so eine Tütensuppe, also so eine Tassensuppe. Ich würde sagen, ich mache jetzt noch mal ein kurzes Päuschen, kleinen Break. Ich mache mir so eine Suppe fertig, so eine Tasse. Und bin dann gleich wieder da.